Jürgen Eck, ich bin der A-Dienst, Einsatzleiter hier, Wegeler Straße, Uni-Institut, Rechenzentrum. Wir hatten zunächst einen Anruf über einen Brand hier auf dem Gelände der Uni. Bei Eintreffen stellt sich heraus, dass ein Kühlaggregat im Außenbereich des Geländes in Brand stand. Wir haben sofort Brandbekämpfungsmaßnahmen eingeleitet, haben erhöht auf B4, heißt bei uns ein größeres Brandereignis. Nachrückende Kräfte sind noch eingetroffen. Wir konnten das Feuer relativ schnell erfolgreich bekämpfen, sodass jetzt noch Nachlöscharbeiten erledigt werden und Messungen in den benachbarten Gebäuden. Wir gehen davon aus, dass keine toxischen Brandgase in der Atmosphäre sich jetzt noch befinden. Das ging der Räumungsalarm an, das heißt, alle Leute haben das Gebäude verlassen, es wurde niemand verletzt. Genau, es wurde niemand verletzt. Vorbildmäßig ging der Räumungsalarm an, die Leute haben das Gebäude verlassen, haben sich gesammelt, sodass wir unsere Arbeit tun können. Das haben wir gerade gesehen, jetzt sind Kräfte weggefahren. Was hat das damit zu tun? Ja, wir hatten noch einen Parallelalarm, als das Ereignis hier so gut wie beendet war. Wir bekamen noch einen erneuten Notruf in der Leitstelle ein, in Landesdorf, brennt ein Ofen. Und da sind dann ein Teil der Einsatzkräfte abgerufen worden. Wie viele Einsatzkräfte und was für Einheiten waren jetzt hier ungefähr im Einsatz oder alarmiert? Wir hatten jetzt zwei Löschereinheiten, die Freiwillige Feuerwehr und den ABC Erkunder und einen Rettungsdienst im Einsatz. In welcher Größenordnung, das bewegt sich um 50 Einsatzkräfte, genau kann ich jetzt nicht sagen.